Für welche reellen x gilt Cosinus x gleich 1/2 Wurzel 3? So, dazu füllen wir als erstes unsere Tabelle, die wir auswendig gelernt haben, aus. Wir erinnern uns daran, dass es eine Faustformel für den Sinus gab. Ja, das heißt, bei Sinus Pi Viertel, da war das irgendwie 1/2 Wurzel irgendwas. Und deswegen beginnt das einfach hier 1/2 Wurzel 0, 1/2 Wurzel 1, 1/2 Wurzel 2, 1/2 Wurzel 3 und 1/2 Wurzel 4. So, das haben wir auswendig gelernt. So, 1/2 Wurzel 0 ist 0, 1/2 Wurzel 1 ist 1/2, 1/2 Wurzel 2, das bleibt, 1/2 Wurzel 3 bleibt auch, 1/2 Wurzel 4 ist 1. So, und diese Zahl schreibe ich einfach rückwärts beim Cosinus rein. Also steht hier 1, 1/2 Wurzel 2, 3, 1/2 Wurzel 2, 1/2 Wurzel 1 und 0. Also genau, der Cosinus ist der Sinus rückwärts. So, jetzt geht es darum, Cosinus x gleich 1/2 Wurzel 3. Da müssen wir in der Tabelle schauen, das sehen wir, das ist an dieser Stelle. Also für x gleich Pi Sechster. Das heißt, x ist Cosinus hoch minus 1 von 1/2 Wurzel 3. Laut Tabelle ist das Pi Sechster. So, weiter. Es gilt bei Cosinus, dass das x2 2 Pi minus x1 ist. Das hier ist das x1. Das x2 ist 2pi minus x1, das x1 ist pi sechster. So, 2pi ist 12pi sechster. 12pi sechster minus pi sechster ist 11pi sechster. So, und jetzt können wir die Gesamtlösungsmenge angeben. Die Gesamtlösungsmenge ist die Menge aller reellen x, für die gilt x ist gleich Pi Sechstel, und da wissen wir, das ist 2Pi periodisch, also plus 2kpi, oder x ist gleich 11Pi Sechstel plus 2kpi für alle kpi Ganzzahlen.